Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen aus Wien am Donnerstag, dem 16. Februar. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 News für euch vorbereitet. Es wird sich drehen um die Themen Klicks, Microsoft Windows 10, Amazon Echo, PayPal, das Moto G5, das Samsung Galaxy S8, Pokémon Go, Signal und Stock Scan. Wir beginnen bei Klicks. Klicks ist ein Browser, früher war es eigentlich nur eine Firefox-Erweiterung, mittlerweile ist es ein Browser aus deutschen Landen, der jetzt die Anti-Tracking-Technologie Ghostory gekauft hat. Wird vor allem für Werbeblocker verwendet, war eigentlich eine freie Software mehr oder minder, zumindest konnte sie frei verwendet werden. Jetzt hat sich Klicks Ghostory einverleibt. Im Endeffekt geht es darum, ja, ein bisschen gegen Google vorzugehen. Klicks versucht, möglichst auf Anti-Tracking zu setzen und so das ganze Google-Werbegeschäft ein bisschen auszubremsen. Jetzt mit Ghostory dazu wird das Paket noch stärker, wird spannend zu sehen sein, wie sich Klicks weiterhin durchsetzen kann. Aktuell ist der Browser ja leider nicht besonders verbreitet. Vielleicht jetzt im Bundle mit Ghostory wird es besser. Microsoft hätte gestern eigentlich Patch Day gehabt. Kurzfristig hat man sich allerdings dazu entschieden, den Patch Day entsprechend mehr oder weniger zu canceln, und zwar komplett. Bei einem Blog-Eintrag gab Microsoft dann bekannt, dass es ein kurzfristiges Problem gab und man dementsprechend die Reißleine zog. Es war das erste Mal, dass Microsoft einen Patch Day völlig abgesagt hat. Wie es weitergeht, darf man dann gespannt sein. Kurz eine kleine Neuerung zu Amazons Alexa-Dienst. Dort gibt es jetzt einen neuen Skill von Pons, das ist ein bekannter Wörterbuchhersteller. Und der kann jetzt für euch direkt per Sprache übersetzen. So kann ich zum Beispiel sagen, Alexa, frage Pons, was Schinken auf Englisch heißt. Und ich bekomme die Übersetzung angeboten. 500.000 Wörter und Redewendungen soll das Ganze schon können. Ist natürlich ein sehr interessanter Dienst. Wir sehen, Alexa lernt, wie wir das auch schon angekündigt haben, immer dazu und dazu. Jetzt eben ein weiterer Dienst übersetzen. Finde ich durchaus sehr spannend. Funktioniert bei mir im Test auch schon ganz gut. Wir kommen zu PayPal. Die haben gleich zwei Meldungen heute in unserer Daily quasi. Zum einen eine erfreuliche Meldung, die Funktion Geld senden ist ab sofort kostenlos. Die wurde 2016 eingeführt, da gab es eben Gebühren quasi, wenn man sich untereinander Geld gesendet hat. Die fallen jetzt weg, zumindest wenn man damit keine Rechnungen begleicht, sondern das nur unter Freunden oder Familie nutzt. Zudem versucht PayPal jetzt in ein neues Geschäft einzusteigen, eine Banklizenz hat man bereits länger. PayPal möchte in Zukunft auch Kredite vergeben. Das ist ja durchaus nichts Neues, auch für solche Online-Zahlungsdienste. Number 26 zum Beispiel ist ja da jetzt auch ganz dick dabei und so möchte auch PayPal ab kommenden Sommer Geld quasi direkt aus der App vergeben und damit kleine Kredite ermöglichen. Bleibt spannend zu sehen, wie dann hier die Konditionen vor allem sind. Wir kommen zu MVC, zu der haben wir immer schon einige News in den aktuellen Dailies immer wieder gehabt. Jetzt gibt es eine ziemlich konkrete News, eher einen Leak. Ein spanischer Händler hat die Fotos und die kompletten Spezifikationen des Motorola G5 bereits vorab veröffentlicht, beziehungsweise das G5 Plus, um genau zu sein. Ja, das wird jetzt zwar auf der MWC vorgestellt werden, mittlerweile weiß man ja das meiste schon. Es wird ein 5,2 Zoll Full HD Display geben mit 12 Megapixel Kamera, 32 GB ROM und einem 3000 mAh Akku. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 625 zum Einsatz. Stichwort MWC, Stichwort Handys. Das Samsung Galaxy S8 wird nicht im Rahmen der MWC vorgestellt werden, das wussten wir schon bereits, beziehungsweise gab es da schon Gerüchte. Jetzt macht sich Samsung meinem Gefühl nach zumindest ein bisschen lächerlich. Man will an der MWC verkünden, wann man das Handy denn vorstellen mag. Also keine Verkündung dort des Geräts und keine Präsentation des Geräts, vielmehr eine Präsentation, wann die Präsentation denn sein soll. Gerüchtet wird momentan der 29. März in New York. Wann es dann tatsächlich sein wird, werden wir auf der MWC erfahren. Also eine Ankündigung für die Ankündigung. Ganz schön. Stichwort Ankündigungen, die ist allerdings schon wesentlich konkreter. Ein kleiner Spiele-Update, das uns sicherlich auch in der News-Folge dann beschäftigen wird. Niantic hat heute bekannt gegeben, dass Pokémon Go ein sehr großes Update erhält und endlich 80 neue Pokémon Einzug in das Spiel erhalten werden. Zudem wird es weitere Möglichkeiten geben, bereits bestehende Pokémon zu entwickeln. Ja, Niantic spürt anscheinend, dass das Interesse an dem AR-Game mittlerweile deutlich abnimmt und legt hier jetzt endlich mit neuen Pokémon nach. Ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt. Auch bei mir persönlich nimmt das Interesse sehr stark ab. Wenn da jetzt neue Pokémon kommen, wird es allerdings sehr, sehr schnell wieder aufflauen. Das wird sicherlich nicht nur mir so gehen. Vorletzte News für heute. Der Messenger-Dienst Signal ist wahrscheinlich vielen bekannt. Ein sehr sicherer Messenger, den auch Edward Snowden empfiehlt. Die starten jetzt mit einem neuen, weiteren Sicherheitsfeature, das, glaube ich, durchaus wichtig ist.
Ab sofort, zumindest jetzt in der öffentlichen Beta, werden auch Videoanrufe bereits verschlüsselt. Hebt natürlich das ganze Sicherheitsniveau nochmal auf ein ganz anderes Level. Wir schließen mit StalkScan. Das ist wieder eines dieser Hype-Themen, das heute umging. Gestern war es die Profilfotoanalyse, heute ist es StalkScan. StalkScan ist im Endeffekt dazu da, um zu schauen, was quasi Facebook von euch und auch von euren Kontakten weiß. StalkScan nutzt im Endeffekt nichts anderes als die Facebook Graph Search sehr schön. Grundsätzlich könnte man ja sehr viel über Facebook herausfinden, man muss aber dieses sehr komplexe Graph Search bedienen können. StalkScan macht das einfach wesentlich einfacher. Kleine Anleitung dazu und den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Das war's von mir für heute. Wir hören uns dann morgen in der Früh wieder, das letzte Mal in der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Danke und ciao. Hört mehr Geek Talk.